Herzlich willkommen zurück zu Benishas Ghosts of New Eden. Von so einem Ritual sollte man in jedem Fall die Finger lassen. Ja, Nekromantie. Ich hab's gesagt. Und ich bleib auch dabei. Es kommt nie was Gutes dabei heraus, wenn man versucht, einen toten Körper wieder zu beleben. Es kann ja schon nichts Gutes dabei rauskommen. Weil alleine schon der Geist natürlich davon geprägt ist, dass er vom Körper gelöst wurde. So, die Frage ist, ist er jetzt... das war doch jetzt hier... Nee, hier ist abgeschlossen. War das hier? Beruhig dich, alles ist gut. Ja, hört sich danach an. Uns wird nie wieder etwas Schlechtes widerfahren. Na, das kommt darauf an. Haut ab! Wir waren auf dem Gottesacker. Er hat uns eine spannende Geschichte erzählt. Ihr seid nicht Caleb, habe ich recht? Zumindest nicht nur. Ach, euch kann man wohl nichts vormachen, Alexander Watson. Lange Rede, kurzer Sinn. Caleb wollte seine tote Frau zurück. Und jetzt bin ich hier. So viele Fragen. Wo soll man nur anfangen? Ja, am besten oben, würde ich sagen. Er wollte also seine Frau zurück. Und wie seid ihr dann da hineingeraten? Caleb war ein guter Schuster, ein schlechter Bruder, ein noch schlechterer Ehemann und ein furchtbarer, lausiger Hexer. Das Ritual missglückte natürlich. War vorauszusehen. Also teilt ihr euch Calebs Körper? Teilen? Nein. Dieses Haus aus Fleisch und Knochen ist mein. Aber ich bin ein großzügiger Mann. Mein Bruder darf im Keller wohnen. Wir waren Zwillinge. Angeblich soll ich der Schlechte gewesen sein, aber wer verrottet jetzt? Ihr solltet noch etwas wissen, falls ihr es nicht eh schon wisst. Es ist noch jemand hier. Ich vollendete das Ritual. Meine liebste Ruth ist bei mir. Ja, das wussten wir. Caleb war kein Heiliger, aber das ist absolut teuflisch. Hat er das wirklich verdient? Ja, hat er. Außerdem habe ich ihn ja nicht getötet. Er lebt noch irgendwo hier drin und sieht dabei zu, wie ich seinen Namen durch den Dreck ziehe. Er kann mich hören, wie ich seinen guten Ruf zerstöre, wie ich mit anhören musste, wie er mich der Unzucht beschuldigte. Nette Gestalten. Er hat unsere Liebe geraubt. Mir und Ruth. Dann hat er sie vernichtet. Jetzt blüht unsere Liebe neu auf und er kann nichts tun, als zuzusehen. Caleb war ein Schuft. Soll ihn der Teufel holen. Soll er ruhig leiden. Ihr seid gestorben, als ihr Ruth aus einem brennenden Haus retten wolltet. Richtig? Richtig. Tja, wo war Caleb? Ist das wichtig? Das ist die Frage. Tut mir leid. Ein schrecklicher Tod. Und auch noch so jung. Ihr hattet Besseres verdient. Wir hatten Besseres verdient und jetzt haben wir es. Und Caleb kann für seine Taten büßen. Er tat nichts. Stand nur da und ließ uns verbrennen. Calebs Name wurde an diesem Tag ruiniert. Wir hämmern nur den letzten Sargnagel rein. Ihr habt das Ritual benutzt, um Ruths Geist in Calebs Körper zu bringen? Weshalb? Liebe lässt einen die seltsamsten Dinge tun. Wir haben ein besseres Leben verdient. Ich habe vor, diese Gelegenheit zu nutzen. Ja, gescheitert ist er, definitiv, aber... Ich verstehe, dass ihr wütend seid und nach was ihr euch sehnt. Aber was ist mit Ruth? Habt ihr sie gefragt, was sie möchte? Caleb hat mir mein Leben geraubt und er hat Ruth ihrer Stimme beraubt. Sie verging in seinem Schatten. Natürlich wollte sie eine zweite Chance im Leben. Dazu würde ich gerne mal Ruth hören. Dürfte ich bitte mit ihr sprechen? Nein, wir haben endlich ein kleines bisschen Glück gefunden.
Ich lasse nicht zu, dass ihr es uns wieder wegnehmt. Bitte, lasst uns in Frieden. Lasst uns wenigstens das hier. Wir müssen mit ihr sprechen. So oder so. Wenn er uns nichts sagen will, finden wir vielleicht was in dem Haus, in dem Ruth starb. Was gibt's Neues hier? So voll das Thema am Wechseln. Von hier aus sieht man doch sehr gut, was vor sich geht. Helft mir. Ist euch irgendwas Außergewöhnliches aufgefallen? Ich gebe mir Mühe, Menschen von mir fernzuhalten, aber ja, ich sehe so einiges. Und merke es mir auch. Hä? Also, so mitten im Gespräch? Ist das nicht das, was wir schon mal gefragt haben? Lammy Haskell. Was ist das für einer? Der Haskell-Junge? Was soll mit ihm sein? Er ist ein komischer Kauz. Redete immer mit Caleb über Schwachsinn. Beide von ihnen waren voller Scheiße. Was haltet ihr vom Gouverneur? Mein Bruder kroch ihm stets in den Arsch und der Gouverneur spreizte bereitwillig die Backen. Haskell hält sich für besser, als er in Wahrheit ist. Man muss sich nur bei ihm einschmeicheln, um in seine Gunst zu kommen. Er hat meinen Namen durch den Dreck gezogen. Scheiß auf ihn und seine angebliche Eloquenz. Was bringt eine silberne Zunge bei einem vergilbten Herzen? Erzählt mir von den Menschen hier. Sticht jemand aus der Masse raus? Was denkt ihr von ihnen? Was denke ich also von denen, die mich ausgestoßen haben? Die meinem miesen Bruder geglaubt haben? Von den bösartigen Narren, für die ich sterben musste, um erlöst zu werden? Ich würde sie am liebsten verfluchen. Aber da bin ich wohl zu spät. Der Fluch ist bereits hier. Und wie steht es um die Siedlung? Sie geht im Eiltempo den Bach runter. Nicht, dass es mir was ausmachen würde. Immerhin macht es Spaß zu raten, wer überleben wird und wer nicht. Aber hoffentlich finden Sie die Hexe. Es kann nicht angehen, dass Hexen hier das Werk des Teufels verrichten. Mhm. Also ich meine, er hat jetzt aber auch andere Sachen gesagt. Dann will ich euch mal wieder allein lassen. Alleine? Nicht wirklich. Beruhig dich. Alles ist gut. Uns wird nie wieder etwas Schlechtes widerfahren. Das würde ich nicht Ruth sagen. Ruth hat eine Affäre mit Alexander im Körper ihres Ehemanns. Wie sehr ich es auch drehe und wende, das ist einfach nicht richtig. Irgendwas ist da komisch an dieser Ruth. Wenn wir die Geisterfessel finden, können wir mit ihr reden. Der Herr weiß. Das ist ein abgebranntes Haus. Da oben. Ist das das abgebrannte Haus oder ist das neu? Das abgebrannte Haus. Das Dach ist über ihnen zusammengebrochen. Jede Menge Trümmer. Ein Weg ins Haus suchen. Ja, da habe ich ja schon mal bei versagt. Da wollte ich ja schon mal reinkommen. Also wenn, dann nur von hier oben, nehme ich mal an. Achtung, dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Oder ist das... Ach, das ist das, wo man von außen rankommt. Glaube ich. Da bin ich unten rumgegangen, ne? Konnte man mit dem auch noch irgendwas machen? Nee, ne? Ich meine, das war das, wo ich von unten rumgegangen bin und dann festgestellt habe, da kann man irgendwie rüberklettern oder sowas. Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtungen. Ja, wissen wir. Die Geisterschutzvorrichtungen scheinen hier weit weg. Ah. Nur eine hindert mich daran, mich zu manifestieren. Schaltest du sie für mich aus? Tja, wenn ich sie finde. Ich finde sie nur nicht. Ich glaube, die ist draußen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich höre hier doch irgendwo was leuchten. Eine Geisterschutzvorrichtung fesselt mich. Ich höre hier was leuchten. Das war natürlich jetzt auch clever. Moment. Moment. Oder ist das von Desert hier gewesen? Da kam ich noch raus, genau. Weil beim letzten Mal durfte ich ja nicht schießen. Da, jetzt darf ich schießen. Okay. Danke.
Okay. Da habe ich nämlich noch gesagt, meine ich, dass wir dann wahrscheinlich später die Dinger hier wegmachen können. Ich das liebe. Genau. Wenn ihr jetzt rückwärts runterfällt, ist es nicht so schlimm. Kommt also drauf an, wie man reingeht, okay. Dann kommen wir jetzt hier theoretischerweise in das Haus rein, ne? Okay, also hier ist eine Spalte, wo wir rein können. Und wir können dann später da oben rein. Den stelle ich schon mal rüber. Damit wir auch beides machen können. Mehr erstmal oben, würde ich sagen, oder? Ich denke mal, da wird nicht so viel sein. Ruths verbranntes Tagebuch. Caleb und ich hatten heute Morgen schon wieder einen Streit. Ich entschied mich, spazieren zu gehen. Und als ich zurückkam, fand ich ihn schluchzend im Garten vor. Er hat sich entschuldigt, aber auch das habe ich ihm übel genommen. Er ist ein gutmütiger und romantischer Mann, der gut zuhört, weshalb ich ihn geheiratet habe. Aber manchmal fühle ich mich unwohl in seiner Gegenwart. Er ist meine Ehemann und ich bin seine Ehefrau, jemanden, den er lieben sollte. Kein Symbol, das es anzubeten gilt. Okay, da kann ich rüberspringen, oder? Ja. Ich glaube, es ist auch egal, ob wir jetzt oben oder unten reingegangen sind. Wir kommen ins gleiche Gebiet rein, so wie es aussieht. Die Kette muss in der Nähe sein. Frage ist, ist die irgendwo unter so einem Ding drunter oder liegt die einfach hier rum? Da ist noch was zu lesen. Unvollständiges Buch über Vögel. Ein aufwendig gestalteter und wunderschön anzusehender Sammelband über die Vögel New Edens. Mitsamt Federn, die die Zeichnungen perfekt ergänzen. Vollständig? Nicht ganz. Zwei Seiten enthalten keine Federn. Fischkrähe und Silbermöwe. Okay. Diese Arbeit zeugt von echtem Feingefühl. Caleb? Vielleicht. Jedenfalls nicht Alexanders. Ich denke, wir haben gerade etwas über Ruth gelernt. Ist das jetzt zu hier? Ah, nee, da kommen wir wieder raus. Okay, da können wir auch nochmal rein. Ah, okay. Da können wir nichts mehr machen. Eine Truhe, das sieht gut aus. Ah, Mist, da ist aber nicht das drin, was wir suchen. Das Amulett oder was das war. Die Fessel suchen, ja. Ich gehe mal stark davon aus. Hier unten geht's. Ach nee, da sind wir ja hochgekommen. Ich gehe mal stark davon aus. Hast du das gespürt? Es ist nah. Was? Was? Ach, hier geht's auch noch. Ich höre auch irgendwas. Ich glaube, das sind die Geistervorrichtungen, die ich höre, oder? Ist das was im Haus? Ich spüre etwas in der Nähe. Gehen wir erst nochmal oben gucken. Da sind wir ja schneller durch, würde ich mal behaupten. Aber ich höre hier auf jeden Fall die ganze Zeit was. Ich denke mal, dass das aber tatsächlich so ein Geisterschutz ist. Ah, Moment, Moment. Ach, also jetzt kann die da nicht runterspringen, ne? Ja, dann geh hier rum. Ich glaube, ich habe doch das hier unten gehört. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Wir wissen's. Oh, Ruth Watsons Herz. Ein verschrumpeltes Menschenherz, das einst in Ruth Watsons Brust schlug.
Diese Fessel ist durchtränkt von Geisteressenz. Sobald die Bindung des Geistes an das Lebendreich durch den Abschluss einer Spukermittlung durchtrennt wurde, nähert sich Antea automatisch an der Essenz, um sich zu stärken. Das stimmt. Das Herz fesselt sie aneinander, lässt den Körper von innen heraus verrotten. Ja, was habt ihr da? Finger weg, Dieb! Was immer ihr gefunden habt, gehört nicht euch! Ihr habt Ruths Herz unter der Asche des Hauses begraben, in dem sie ums Leben kam. Ich finde das sonderbar. Ihr, ein Geist, wühlt in den Überresten des Hauses einer toten Frau. Ihr habt wirklich kein Recht, mich sonderbar zu nennen. Glaubt nicht, dass ich eure Anwesenheit erst jetzt spüre. Seid still, während ich mit Ruth spreche. Ruth, kannst du mich hören? Kannst du antworten? Verschwindet und verreckt von mir aus. Ich hab ihr das Sagen. Nein, ruhig Blut, Alexander. Ich werde mit ihnen sprechen. Ich bin Ruth. Ich kann euch hören. Mein Name ist Antea Duarte. Wir wollen euch helfen. Oh, das freut mich. Bitte, macht diesem Albtraum ein Ende. Helft mir. Fahrt zum Teufel und kommt nie wieder. Wir sind glücklich und ihr habt kein Recht, verstanden? Ihr habt kein Recht. Ja, zur Manifestation zwingen. Wir haben nur ein Herz. Ich will es jetzt nicht wieder versauen. Gebt es zurück! Deswegen habe ich vorsichtshalber mal kurz gespeichert. Aber da es sich um eine Geißel handelt, hoffe ich jetzt mal, einen Geist oder einen Schemen zum Erscheinen zwingen. Eine Geißel zum Erscheinen. Oh, ich hasse sowas. Ich würde jetzt die erzwungene Manifestierung machen. Zur Manifestierung. Aber die haben eben noch von der Geißel gesprochen. Das verwirrt einen immer total. Aber das sieht gut aus. Zeigt euch. Er wird mir nicht mehr das Wort verbieten. Lasst uns sprechen. Ja, das hört sich an, als ob die hinter mir steht. Helft mir. Bitte. Wer hat Caleb das Ritual beigebracht? Aber da kann ich beides fragen, oder? Mal erstmal das. Calebs Brief hat euer Leben verändert. Was habt ihr damals verspürt? Mein Herz wurde entzweit. Ich liebte Alexander, aber ich hatte jemanden verdient, der treu sein würde. Caleb schien gut zu sein. Er schien mich zu lieben. Ich dachte, ich hätte den besseren Bruder geheiratet. Aber er war ein Lügner. Ein Lügner und ein Teufel. Und dennoch hat nicht einmal er das verdient. Niemand hat das verdient. Ich kann immer nur eine Frage stellen, das ist das Blöde. Was interessiert mich jetzt mehr? Wann habt ihr die Lüge erkannt? Wann merktet ihr, dass Caleb log, als er sagte, sein Bruder wäre untreu gewesen? Die Frau des Schusters hat die schlechtesten Schuhe. Eines Tages wusste ich es einfach und ich wusste auch, dass ich es bereits seit sehr langer Zeit wusste. Alexander hatte seine Fehler, aber er liebte alles an mir. Jetzt bin ich in einen Fleischsack eingenäht. In Gesellschaft der verrottenden Überbleibsel meines Gatten und seines toten Bruders. Bitte, holt mich hier raus. Wer brachte Caleb das Wiederbelebungsritual bei? Wenn ihr beibringen sagt, würde das bedeuten, er hätte es gelernt. Er hat es nur abgelesen. Er ist eben doch nur ein Schuster, kein Magier. Caleb konnte schon immer gut zuhören.
Seine Kunden haben ihm bei der Arbeit alles Mögliche erzählt. Der Haskell-Junge zum Beispiel. Während Caleb sich um das Schuhwerk des Gouverneurs kümmerte, sprach Lemmy über Magie. Natürlich Unsinn, aber Caleb hörte zu. Es sind doch immer die Ruhigen. Moment, Caleb hat das Wiederbelebungsritual vom kleinen Lemmy Haskell? Ja, von wem sonst? Nachdem Lemmy darüber gesprochen hatte, konnte Caleb nicht mehr aufhören, daran zu denken. Er flehte ihn an und Lemmy war zu gut, Nein zu sagen. Caleb wollte dunkle Magie wirken. Und Lemmy gab ihm die schriftliche Anleitung. Ruth, euer Gatte Caleb hat euch mit einem verpfuschten Ritual zurückgebracht. Aber sein Bruder Alexander konnte euch dadurch als Geisel nehmen. Sobald wir uns um die Watson-Brüder gekümmert haben, könnt ihr ungehindert aufsteigen. Tut, was notwendig ist. Ich werde es ertragen, wenn ich dadurch freikomme. Nein! Wir können hier bleiben. Bitte, Ruth, lass uns bleiben. Seht euch nur an. Ihr seid ein Simulacrum, eine Karikatur. Euer sogenanntes Leben ist gar keins. Caleb hat gelogen und euch die Frau gestohlen. Aber nun habt ihr gelogen und seinen Körper gestohlen. Dieser Unsinn wird jetzt ein Ende haben. Oh Gott, vor allen Dingen Verbanner Alex. Das heißt Verbanner Alex. Alexander aufsteigen lassen, Alexander verbannen oder gibt Caleb die Schuld? Naja, gut. Klar hat er auch viele Fehler gemacht. Jetzt muss man wohl dazu sagen, ich habe es nicht mehr so im Kopf, ob das irgendwo mal drin stand. Aber ich glaube, man weiß ja nicht, warum er nicht in das Haus gerannt ist, ne? Ich gehe mal stark davon aus, dass er einfach Angst hatte, selber zu verbrennen oder so und schon gedacht hat, dass die vielleicht schon tot sind. Ich denke auch, dass er weiß, was er da für einen Fehler gemacht hat. Allerdings muss man auch dazu sagen, es ist natürlich nicht gut, dass der Alexander, und ich hoffe, dass ich da jetzt nichts durcheinander werfe, dass der Alexander dadurch seinen Körper beansprucht hat und jetzt beide dazu gezwungen hat, also dass quasi alle drei in einem Körper drin leben. Deswegen werde ich den auf jeden Fall verbannen. Bin ich auf dem richtigen? Ja. Achso. Alexander, eure Geschichte ist keine romantische Fabel. Es gibt hier keine Moral von der Geschichte. Ihr seid ein Geiselnehmer, nichts weiter. Nein, lasst Caleb ruhig zur Hölle fahren. Er hat es verdient. Aber Ruth und ich, wir lieben uns. Gierige Kerle streiten sich um eine Frau, als wäre sie ein Objekt. Ich bin diese alte Leier leid. Es wird Zeit für eine bessere Geschichte. Ruth ist erlöst. Endlich kann ich wieder in Frieden ruhen. Hab Dank. Ihr seid tot. Ihr seid vergangen. Ich dachte, der sagt jetzt noch mal was. Müssen wir selber ansprechen. Sind Sie weg? Spreche ich mit Caleb Watson, dem Schuster? Seid ihr das, Caleb? Ich glaube, ja. Ja, ich bin es. Oder ich war es einst. Bevor der Mistkerl von meinem Bruder sich meines Körpers bemächtigt hat. Ganz unschuldig wart ihr aber nicht. Mhm. Verzeiht die unglückliche Anspielung, aber da steckten mehr von euch mit drin. Mein Bruder hat ewige Verdammnis verdient. Und dank euch hat er sie bekommen. Ich bin nicht perfekt. Aber wenn ihr mir dasselbe antun wollt, dann werde ich kämpfen. Auch ich bin nicht perfekt. Meine Güte und meine Geduld haben ihre Grenzen. Wir sollten sie nicht zu sehr strapazieren, hm? Ja. Sehr schön. Wir müssen allerdings den Gouverneur noch kurz Bericht erstatten. Das heißt, wir müssen nur eben zurück. Alexander hat Ruth geliebt, wie ein Mann seinen Hut liebt. Liebe eine Frau wie ein Objekt und du liebst sie überhaupt nicht. Ruth hat Besseres verdient. Im Leben wie im Tod.
Ja, definitiv. Das war übel. Nimm es dir nicht zu Herzen. Ihre Entscheidungen sind nicht dein Problem. Unsere Entscheidungen jedoch schon. Und ihre Folgen ebenso. Lass dich nicht verunsichern. Eine Schlacht können wir gewinnen, aber nicht den Krieg. Niemand sollte den Tod besiegen. Und... Da drin rackert sich jemand richtig ab. Warte mal. Spektralspuren. Ein Spukhaus. Heilige und Sünder. Ja, das möchte ich jetzt... Ich möchte aber erstmal wenigstens abschließen. Also, ich würde das auch gerne noch machen, ja? Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Ich müsste durch die Mitte hoch. Ja, doch, das war aber oben. Also, der ist wahrscheinlich oben an dem einen Haus, denke ich mal. Kam ich da jetzt von hier aus hin? Ging das hier noch weiter hoch? Also so hoch, dass ich auch zu ihm komme, meine ich. Aber das sieht... Das sah bis gerade noch gut aus. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? 17, 16, 20? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Hallo? Ja, das ist doch das Haus gewesen. Wieso hat er denn angezeigt, dass das wieder weiter wegging? Also entweder hier oder das daneben müsste das sein. Hier ist er nicht drin. Auch jetzt komme ich da nicht durch, ne? Ist das jetzt dein Ernst? Oh, Leute. Warum rennt der denn jetzt wieder nicht? Nur weil er drinnen ist, oder was? Ach! Jetzt geht das hier wieder runter. Ey, das ist so... Ja, wieso bin ich jetzt hier unten? Dem Gouverneur Bericht erstatten. Entweder hat er sich jetzt in Luft aufgelöst oder der rennt irgendwo hier rum oder irgendwas ist hier gerade ganz seltsam. Also hier ist ein Haus. Sobald ich mich dem Haus nähere, ist das aber wieder Fall. Ach, hier das Haus ist das? Hallo? Ist hier der Gouverneur drin? Och, Hallöchen. Gouverneur. Kann ich euch helfen, Mr. McGrath? Ja, das ist ein ungewöhnlicher Fall, das stimmt. Ich muss zugeben, dass dieser Fall höchst ungewöhnlich ist. Ja, ja, aber konntet ihr ihn lösen? Ich vermute es. Der Täter war jedoch nicht für die Seuche verantwortlich. Zumindest nicht direkt. Habt ihr die Hexe gefunden oder habt ihr nicht? Jemand hat mit schwarzer Magie herumgespielt. Und ich weiß auch, wer es war. Und? Auf was wartet ihr dann? Möchtet ihr den Namen hören? Ich habe noch nicht alle Informationen. Was heißt, ich habe noch nicht alle Informationen? Soll ich mich jetzt entscheiden damit, ob ich ihm jetzt dranhänge, sag ich mal? Ich meine, ganz unschuldig war er nicht. Ich will natürlich jetzt auch nicht, dass der Typ jetzt hier eine Hexenjagd gegenüber ihm veranstaltet, ne? Wollt ihr den Namen nicht hören? Nicht nötig. Hauptsache, ihr bringt die Sache zu Ende. Nein, nicht wirklich. Es geht um... Lamentation Haskell. Nein, das kann nicht sein. Mein Sohn ist ein eifriger Schüler, neugierig. Manchmal etwas zu neugierig, aber in ihm befindet sich nicht der Hauch eines Übels. Er zeigte Caleb Watson ein Ritual. Der Schuster führte es durch und etwas hat von seinem Körper Besitz ergriffen. Selbst wenn es wahr ist, heißt das nur, dass mein Sohn korrumpiert wurde. Nicht zum ersten Mal. Bringt mir Beweise, Verbanner. Findet das wahre Böse. Seit wann benötigt der Gouverneur Beweise? Ich werde sie euch liefern, dessen könnt ihr euch sicher sein. Seit es um seinen Sohn geht, natürlich. Ich muss euren Sohn finden, Gouverneur. Besser früher als später. Seine Interessen führen ihn an die entlegensten Orte. Wenn er nicht hier ist, ist er sicher im Umland unterwegs. Dort arbeitet er an einem der verlassenen Häuser. Als die Krankheit ausbrach, befahl ich, sie zu räumen. Hier, das ist der Schlüssel für das Tor. Aha. Begebt euch dorthin und überzeugt euch selbst. Ihr irrt euch in ihm.
Ihr irrt euch in meinem Sohn. Natürlich vertraue ich in dieser Sache auf eure Diskretion. Ja, natürlich, natürlich. Aber was soll man sagen, ne? Sobald es dann um die eigenen Kinder geht, die können noch so Schlimmes gemacht haben, steht man natürlich zu ihnen. So, schauen wir mal eben. Das ist ja alles noch sein Hab und Gut hier. Eigentlich sollten wir nicht hier sein, aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja eventuell auch was mitnehmen, falls wir was finden. Deswegen, ist das ein Balkon oder ist das nur ein Zimmer hier? Na, nur ein Zimmer. Das Schlafzimmer. Allerdings hat er hier anscheinend keinerlei Hab und Gut drin. Na gut, das verlassene Haus untersuchen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das hinter dieser einen Doppeltür ist, wo wir nicht reinkamen, als wir auf dem Weg... Verurteilt hat er immer schnell, bis sein eigener Sohn das Opfer war. Hm. Wen beschützt er wirklich? Wir bringen ihm die Beweise, die er haben will. Wenn der Junge Schuld trägt, kann ihn sein Vater womöglich nicht länger beschützen. Ja, ist so. Und dann sollte er sich auch dementsprechend verhalten. Wobei ich ehrlich gesagt nicht davon ausgehe, ja... Ich meine, klar hat er Schuld in Anführungszeichen daran, dass er das Ganze weitergegeben hat, also das Ritual. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich ganz ehrlich, ich glaube nicht unbedingt, dass er das jetzt... oder anders gesagt, ich glaube nicht, dass er das böswillig gemacht hat. Also ich denke, er wollte da wohl jemanden helfen und das ist dann halt eben dummerweise schief gelaufen. Ja, aber das hört sich auf jeden Fall so an, als ob wir noch eine ganze Weile hier ermitteln müssen. Und ich werde auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, da hinten mal gucken wegen diesem Spukhaus oder was das war. Dass wir die Geschichte dann auf jeden Fall auch noch aufdecken können. Aber ich will erstmal hier die Sache soweit beenden, dass dann gesagt wird, ich kann wieder weiterziehen und mich dann danach quasi um diese Sache mit dem Spukhaus kümmern. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich weiß, die Folge ist jetzt tierisch lang geworden. Ich denke mal, ich werde die in zwei Folgen unterteilen und wir sehen dann, ja, hoffentlich Lemmys Geheimnis in Anführungszeichen in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.